Ja, moin und herzlich willkommen zu dieser nächsten Folge Let's Play Paladin. Es hat sich in den letzten Tagen und Wochen eigentlich relativ viel getan. Deswegen mache ich mal so einen kleinen Roundup, was alles so passiert ist, auch in den Livestreams. Und was ich jetzt mit dem Paladin gleich mit euch machen möchte, ist, hole mir den Meister der Lehren und fange das letzte Gebiet an und starten wir einfach mal rein. Nach einem Intro geht's los. Ja, ich habe wie gesagt ein bisschen was gemacht. Ich fliege mal eben schnell ins Ödland hier an der Stelle. Und das Ödland selber, das ist das, was mir jetzt noch fehlt. In den Livestreams haben wir mehrere Achievements schon gekriegt. Wir haben ein paar Erfolge für die Tiere erhalten, also für die Reittiere. Haben Erkundungserfolge bekommen, Quests gemacht in Loch Modan, im Hinterland und Co. Und jetzt ist wirklich das Letzte, was da noch offen ist, ist hier, wenn ich jetzt auf Quest gehe, ganz runter, Meister der Lehren, und gucke bei dem Meister der Lehren für östlichen Königreiche nur noch das Ödland. Also es sind 4 Questabschnitte, die wir da machen müssen, und die machen wir jetzt eben fix. So, das Schöne ist, bei solchen Sachen, man sieht natürlich immer, wo es die Initialquest gibt. Das ist hier nämlich da jetzt an der Stelle, einfach zu beeinflussen heißt die Aufgabe. Das Ödland selber, ihr kennt es vielleicht noch aus Klassikzeiten, das war damals schon ein etwas verwaisterer Ort, das heißt ja nicht umsonst Ödland, aber nichtsdestotrotz, jetzt ist hier ein bisschen mehr los, also das ist ein bisschen in der geraderen Linie gemacht worden, die ganzen Quests und so, das finde ich eigentlich ziemlich gut, das kam ja die große Überarbeitung mit Kataklysm und da wurde es dann mal ein bisschen modernisiert, das Ganze. Die Letor-Klammen, auch wieder was entdeckt hier, sehr schön. Ich selber renne jetzt mit dem T2-Set rum, das habe ich auch gekriegt, da fehlen mir nur noch die Stiefel und sie gehen die ganze Zeit, ne? Das ist so. Und wir sehen auch anders aus, wir haben jetzt hier so ein bisschen schicker andere Haare und ein bisschen das Gesicht habe ich auch verändert, einen Hack in den Augenbrauen drin, super toll. Das Ganze im Pre-Patch jetzt, wir sind auch nur noch Stufe 50, das ist sicherlich vielleicht auch schon aufgefallen, das hat sich nämlich auch geändert, denn der Pre-Patch ist jetzt live, der ist jetzt draußen. Viele Sachen sind jetzt irgendwo in gewisser Weise wieder neu und anders. Finde ich aber gar nicht so schlecht, weil das gibt jetzt dem Spiel auch ein bisschen wieder frischen Wind. So, mal eben fix die Quests annehmen. Das war Nummer 1. Nummer 2, einfach zu beeinflussen. Das war die Aufgabe, die ich auf jeden Fall spielen muss. Und in All the Things sind wir inzwischen bei 17,66%. Wenn ich solche Sachen mache wie Questen oder hier ein Event, mal einen Süßigkeiten-Bonshi einmal da reingreifen, mit hier Verzauberungsstäben sammeln und so, das ist alles, zählt mit in All the Things mit rein. Gerade die Quests, weil das ist auch der Hauptteil von den Sachen, die ich ja anselektiert habe. Denn die Außenbereiche mit 13.322 Sachen, das ist schon richtig viel, was wir da noch machen dürfen. Aber jede Kleinigkeit, jeder kleine Schritt bringt uns da dann auch wieder ein bisschen weiter und ein bisschen voran. So dass wir natürlich halt irgendwann dann nochmal auch damit durch sind. Aber bis dahin vergehen, glaube ich, noch ziemlich viele Folgen und ziemlich viele Spielstunden voller Spaß. Insgesamt selber bin ich jetzt auch bei über 12 Tagen Spielzeit mit dem Paladin schon in ungefähr 3 Monaten. Da ist schon ein bisschen was zusammengekommen. Finde ich auch sehr, sehr gut. Macht auch durch den Pre-Patch, wie gesagt, sehr viel mehr Spaß jetzt. Ist alles wieder mal ein bisschen neu ist. Man musste ein paar Dinge rausfinden, wie funktionieren die Skillungen. Und ich hatte jetzt die letzten Tage das immer so gemacht, dass ich die ganzen Klassen einmal alle abgearbeitet habe, damit ich eben halt da auch ein paar Guides zu veröffentlichen konnte auf YouTube, das habe ich ja getan. Der ein oder andere Guide wird momentan auch täglich ein Guide freigeschaltet, schaut da einfach mal rein, ja. Wenn ihr eure Klasse dabei wiederentdeckt oder falls ihr Lust habt, eine andere Klasse zu spielen. So, wir müssen hier noch ein paar Ogre peitschen, Initianten der Staubspeier, zack. Das geht halt wunderbar und super schnell, ne? Das ist sehr angenehm. Gibt auch ein bisschen alte Materialien, die sich übrigens momentan sehr, sehr gut verkaufen lassen. Weil ich glaube, gefühlt die Hälfte aller WoW-Spieler ist momentan am Twinken. Oder halt neue Chars hochziehen. Das geht auch sehr, sehr gut. In Warlords of Draenor geht es am schnellsten. Wenn man da die Garnison freischaltet, dann kriegt man alleine schon nur fürs Freischalten fast 5 Stufen. Ab Stufe 30 kann man da jetzt auch übrigens fliegen, ja. Man braucht keine Erfolge mehr. Sehr geil gemacht. Beide Quests fertig. Insgesamt haben wir hier im Ödland 39 Aufgaben. Gleich nur noch 37, aber
39 Aufgaben. Ist ein relativ, ich will mal sagen, kurzes Gebiet, kleines Gebiet. Und das wollen wir wegpeitschen. So, da ist sie. Wenn es mal wieder schwer wird, improvisiere. Kriegen wir ein Band, das ist aufgewertet worden, auch cool. Der Vorteil liegt auch klar auf der Hand. Wir kriegen nämlich Ruf jetzt hier teilweise. Und zwar in dem Fall, wenn ich hier queste: Beutebucht, Gadgetzahn, Ratchet und die ewige Warte. Ist ein bisschen schwieriger, das Ganze voll zu machen. Also wohlwollend habe ich schon bei Zweien und bei Zweien noch freundlich. Da müsst ihr, da würde ich auch wirklich immer machen mit Quests, ne? Weil sonst habt ihr da Ziegenböcke geschubst. So. Ach so, ja, hier. Ach, ja, genau. Schubst eine Ziege von der Klee. Ja, das ist ein Erfolg. Geil. Pass auf, da muss ich mir hier schauen, dass ich das geschickt mache. Kann ich den da so runterschubsen? Ja. Muss ich jetzt ein bisschen mich beeilen, damit ich diesen Erfolg auch bekomme. Ich glaube, jetzt habe ich vier. Das ist cool. Komm ich da ran? Ne, da komme ich nicht ran, aber so komme ich da ran. Fünf. Oh, jetzt falle ich hier runter. Eieiei. Mal gucken. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit ich mir dabei lassen darf. Aber so viel ist es auch nicht. So, und das war der nächste. Das ist eigentlich voll räudig, oder? Ich weiß hier die Ziegenböcke runter. Kalle, komm zurück. Verdammt. Und Erwin. Nein, tu's nicht. So, da ist noch einer. Und Henriette. Oh nein. Die springt freiwillig darunter, ne? Habt ihr es gesehen? Schweinerei. So. Und den nächsten. Bam. Bock auf Ziege. Genau, das war der Erfolg, den ich meine. In unter einer Minute muss man das machen. Dann kriegt man den Erfolg und hat den. Das zählt mit zu den östlichen Königreichen mit dazu. Also in diesem gesamten Reich, dann haben wir auch den gesamten Reiter hier einmal komplett abgearbeitet, wenn wir jetzt wirklich das fertig schaffen hier im Ödland. Aber sehr, sehr cool. Wieder eine Aufgabe weg. Wunderbar, ein Achievement gekriegt und schon ist dann 0,1% wieder dazugekommen. Sehr geil. So, müssen wir hier unten runter. Da hinten habe ich auch noch eine Quest, die ich noch abgeben darf. Auf nach Lundenbrand. Das mache ich auch noch. Aber jetzt muss ich erstmal hier runterfliegen. So, das Schöne ist, ihr seht auch dieses Quest-Symbol. Das ist nämlich auch mit neu dazugekommen. Jetzt im Prepad. Uns wird das angezeigt, je nachdem, welche Aufgabe wir selektiert haben, wo wir denn hin dürfen. Wenn wir zu nah dran sind an dem Gebiet, dann geht das nicht. Jetzt muss ich mal gucken, jetzt fliege ich mal ein bisschen weg. Selektiere mal die Quest an. Und dann wird es angezeigt. Da 105 Meter. Fliegen wir näher ran. Ist eine sehr, sehr gute Neuerung, wie ich finde. Sorgt aber ein bisschen für Verwirrung, wenn es um Höhlen geht. Also zumindest bei mir war es so, ich finde das immer sehr verwirrend. Das ist dann eigentlich unter der Erde und du bist total am falschen Platz. So, Todesstoß haben wir mitgenommen. Wieder ein Rare weniger. Oh, nicht mich haken da. Böser Drache. Im Großen und Ganzen, wie gesagt, es hat sich echt super viel getan. Die Levels sind runtergepeitscht worden. Wir müssen alle neue Talente wählen. Der Paladin benutzt jetzt heilige Kraft wieder als Ressource. Und das war vorher anders, ne? Jetzt müssen wir ein bisschen auch wieder auf Ressourcen achten. Finde ich super geil gelöst. Aber auch, dass wir uns dann komplett ummodeln können und immer noch die alten Inhalte ganz gut spielen können. Das finde ich sehr, sehr gut. Also im Großen und Ganzen, ja, es ist schon nicht groß. Artig anders geworden, wenn wir jetzt hier solche alten Quests erledigen, aber wenn wir mit Kumpels unterwegs sind, also wenn wir mit Freunden mal eine Runde WoW zusammenspielen und wir gehen jetzt in ein Legion Dungeon, da habe ich das mit meinem Bärendruiden so gehabt. Ich habe das, geh da so rein, denk mir, ja, pulst halt einfach mal zwei Gruppen. Ja, Pustekuchen, ja, die Fähigkeiten reduziert, die sind dann nicht mehr so stark wie auf Stufe 50 und die wir noch nicht haben mit Stufe 50. Also mit 45, hatte ich auch nicht mit Stufe 45 dann, weil ich herunterskaliert worden bin. Das war sehr kurios, aber auch irgendwie wieder spaßig, weil das ist eine kleine Herausforderung gewesen, das ist das. Was heißt Herausforderung? Es ist schon spielbar, aber das Tolle ist, man kommt da wirklich auch mal wieder in die alten Dungeons rein, je nachdem, welches Addon man sich auswählt in der Time-Walking-Linie mit Chromi, also bei der Botschaft von Sturmwind kann man sich das ja aussuchen, wenn man jetzt Kataklysmus-Quest spielen möchte, wenn man Warlords of Draenor spielen will, als zum Leveln halt.
dann sucht man sich das da aus und kriegt halt die passenden Dungeon Pendants dazu. Wenn ihr die ganz alten Dungeons machen möchtet, müsst ihr das über die Kataklysmus-Zeitlinie machen. Da hatten wir nämlich auch das eine oder andere, gerade jetzt zu Beginn von dem Pre-Patch, an Fragen, die da aufgetaucht sind, warum das nicht funktioniert. Ah ja, okay. Den Nebel gelichtet und jetzt gibt's hier Kalle. Zack, gibt's. Oder? Nee, die hat. Oh, jetzt muss ich weg hier. Macht die Kataklysmus-Reihe, wenn ihr euren Charakter zum ersten Mal da so erstellt, also erstellt und ihr gar nicht genau wisst, okay, wie mache ich das? Und kommt wieder in die alten Dungeons rein. Ihr müsst erst die Questlinie in Boralus spielen. Also sonst geht es nicht. Ihr müsst erst einmal die allererste Initialquest spielen, bis ihr die Portale freischaltet. Wenn ihr die Portale freigeschaltet habt im Raum Sanctum der Weisen, heißt die Aufgabe, dann könnt ihr auch die Kataklysmus-Reihe auswählen und habt dann die alten Dungeons wieder. Dem einen oder anderen hoffe ich, dass das auch hilft, weil es ist schon. Ja, die ist aber garstig, die Drachendame, ne? Die sabbert so ein bisschen Feuer. Warum macht die das? Bitte unterbrich mich jetzt nicht, Lady hier. Nee, hat sie nicht gemacht. Sehr gut. Jetzt hauen wir sie nochmal. Zack, gute Nacht. Kann ich das jetzt looten hier? Nee. Gib mir deine Eier. Ach, ich habe schon alle Eier. Ja, dann passt das. Dann brauche ich sie auch nicht wieder wecken, ne? So, dritte implantierte Eier. Besser das nicht. Das ist immer doof. So, da muss ich jetzt. Achso, die wahre Identität. Das sind auch gute Quests, die dann immer sehr, sehr schnell gehen. Rhea, haben wir jetzt den Erfolgsfortschritt fertig? Dann können wir darüber fliegen zur ehrwürdigen Dr. Blum. Ja, dann fliegen wir da mal hin. Im Großen, nee, es ist tatsächlich so, macht die, spielt das bis zum Sanktum der Weisen frei, dann habt ihr die Möglichkeit, alte Dungeons zu machen. Und die Todesmine und so, die kann man dann schon mit Stufe 7 betreten, ja. Das hat mich auch sehr überrascht. Da haben wir nicht mal eine Talentspezialisierung mit Stufe 7. Das ist witzig. Bin mal gespannt, wie das noch in Shadowlands wird, weil viele Fähigkeiten sind natürlich auch ein bisschen jetzt vorbereitet für Shadowlands. Wir werden auch, wenn wir wieder leveln, kriegen wir einige alte Sachen, die wir jetzt in BFA gehabt haben, bekommen wir wieder. Aber halt mit den Seelen-Conduits, also mit den ganzen Mechaniken aus Shadowlands. Ja? Erste Welle überlebt, zweite Welle überlebt. Also muss ich einfach nur hier. Achso, nee, ich muss da rein hier. Geil. Wieder so eine coole Aufgabe, wo wir irgendwas zerschießen können hier. Sehr nice. Oh, das ist fein, das mag ich. Oder passiert nicht so viel gerade? Immer Ärger mit den Trogs. Da kommen welche. Ich kann schon wegschießen hier, ne? Da ist noch einer. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass das schon dazugehört hier. Okay, das funktioniert nicht. Steigt in einen Kabum-Turm und überlebt 4 Angriffswellen der Trogs. Naja, vielleicht doch, ne? Aber das ist noch nicht so. Ach doch, jetzt, genau, einfach schießen. Schießen. Das geht immer. Schießen. Sehr nice. Oh ja, wir haben ja auch noch so eine Überladung. Elektrizitätsentladung schießt eine Ladung Elektrizität auf Trox in kurzer Reichweite. Okay, wenn wir sehr viele nah an uns dran haben, dann können wir das benutzen. Oh, da ist ein etwas dickerer. Flop, sah das. Das ist cool, ne? Das schockt schon sowas. Macht Laune. Mit dem Pre-Patch selber weiß aber auch leider niemand so wirklich richtig, wann das Event kommt. Ja? Es gibt noch ein Pre-Patch-Event. Es kann sein, dass das in der Woche soweit ist. Es kann aber auch sein, dass es noch 4 Wochen dauert. Oder eventuell sogar noch viel, viel länger. Also da sind wir alle ein bisschen ratlos. Und ich übrigens auch. So. Ich freue mich riesig auf das Geißel-Event. Das wird richtig toll, glaube ich. So, das war die zweite Welle. Jetzt rennen die wieder alle weg und holen wahrscheinlich größere Geschütze da, die Troxe. Riesengroß und richtig geil wird das. Shadowlands hoffe ich auch, dass dieses Jahr noch rauskommt. Leider haben wir momentan ja auch steigende Corona-Zahlen. Und das ist natürlich besonders blöd, ne? Dadurch kann da wieder die Gefahr passieren, dass es nochmal verschoben wird. Und das wäre ja auch, glaube ich, irgendwo ein bisschen verständlich, weil es muss natürlich auch dann für Blizzard gelten, dass man da solche Regeln halt einhält.
So, jetzt haben wir das gleich, ne? Kanon-Action hier. Mega geil. Sowas, das macht mir so viel Freude, ey. Ich glaube, das macht euch bestimmt auch Spaß. Einfach mal so ein paar Wellen überleben. Das war die dritte Welle, jetzt kommt gleich die vierte. Da wird es dann natürlich noch wieder mal mehr. Cool. Sehr, sehr nice gemacht. Jojojojojojo. 17,7%. Ja, das sind halt diese kleinen Sachen, die man immer machen muss. Und dadurch steigen die Prozente natürlich extrem. Wir haben auch in den letzten Wochen immer versucht, undroppbar zu bekommen. Eigentlich heißt das gute Mount heißt unbesiegbar aus der ICC. Wird auch in Zukunft nach Möglichkeit immer samstags passieren. Und ich glaube, das wird cool. Wenn es dann irgendwann droppt, dann flippe ich aus. So, guck mal, die kommen immer näher, ne? Wo kommen die da eigentlich her hier überhaupt? So, aus dem Boden gekrochen da, die Biestes. Ja, das ist fiese. Das macht das Leveln auf jeden Fall auch abwechslungsreich. Fertig, ne? Immer Ärger mit den Biestern hier. Next one. Staubwindausgrabung. Oh ja, da erinnere ich mich auch noch dran. Das da oben, ne? Genau. Ein Erfolg fehlt mir hier natürlich auch noch. Ich glaube, ich müsste auch fast den Erkundungserfolg dazu haben. Wenn ich jetzt mal schaue, wo ist es? Das ist schon angemarkiert, ne? Ödland, genau. Und, nee, das sind die Quests. Erkundung. Östliche Königreiche. Ja, es hat, nee, doch, Geisterlande, Silber, aber ja, da fehlt noch ein bisschen was. Da müssen wir da natürlich nachsteuern, ja? Auf jeden Fall. Das muss auch fertig werden. Weil Erkunden und Quests erledigen und Zonen komplettieren, das geht alles so Hand in Hand. Wenn man das dann einmal alles fertig hat, dann weiß man, alles klar, Kontinent abgehakt, next one. Bis dann keiner mehr über ist. So, das habe ich frei. Auch ein Zwerg hat Bedürfnisse. Ja, ich glaube schon. Böse Zwerge. Ja, also der ein oder andere wird ja auch seine Charaktere jetzt angepasst haben mit dem Pre-Patch. Ich glaube, schreibt mal bitte in die Kommentare rein, wie lange ihr dafür gebraucht habt. Also ich habe hier den Paladin live während eines Livestreams nochmal angepasst. Das ging relativ zügig. Aber ich glaube, der eine oder andere mag natürlich seinen Charakter auch so modellieren und so mit einem coolen Transmog ausstatten, dass das schon auch mal gerne in die Zeit gehen kann, ja. Wenn ihr da einfach mal Bock habt, das in die Kommentare reinzuschreiben, hammer cool. Wir haben auch bei uns auf dem Discord-Server so eine kleine Char-Ecke, wo man seine Charaktere posten kann. Das ist der Golem, der Kriegsgolem. Wo ihr einfach auch euch zeigen könnt, ja. Wo ihr macht ein Charakterbild und dann blups, einfach rein da. Das ist ganz easy. Würden wir uns sehr, sehr drüber freuen. Ich glaube, da gibt es einige coole Transmogs. Das Video zeichne ich momentan gerade vor unserem großen Transmog-Event auf. Wenn das. Das Transmog-Event wird richtig cool. Deswegen sagt, das kommt aber später raus, das Video. Als das Event ist. Deswegen sage ich das jetzt so. Das ist so zeitlich ein bisschen verdreht dann das Ganze, ja. So, da. Auch ein Zwerg hat Bedürfnisse. Jupp, die können wir abgeben. Aber eigentlich könnte ich im Grunde genommen auch fast die da unten direkt mitmachen. Es sei denn, der hat noch eine andere Aufgabe für uns. Ja, das gute Zeug. Und nee, da müsste ich jetzt auch in die Festung Angor. Jetzt fliege ich einmal hier runter. Mach den zerbrochenen Kelch und so weiter. In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt. Und in der Archäologie auch. Ah, okay. Oh, das sind die Bösen. Da fliege ich lieber wieder weg. Die hauen mich sonst immer so. Böse Hordler. Meuchelmörder, Hordler. Eigentlich, bin ich. Ich mag die Horde, ne? Aber die mögen mich nicht. Ich weiß auch nicht, wieso die mich immer angreifen als Allianzler. Keine Ahnung. So, kriegen wir das nächste noch? Nee. Also hier bei den Kleintieren kann man auch immer parallel mal mit gucken, ob man die noch lieben muss oder töten muss. Gibt zwei Varianten. Das ist immer von Tier zu Tier unterschiedlich. So, der nächste hier. Den da. Nö. Der vielleicht? Fehlt nur noch das Trockwerkzeug, ne? Auch nicht. Satan. Andere Seite müssten ja auch noch ein paar Boys sein. Na, so, die nehmen wir mit hier. Zack. Es wird heute spät. Ich höre nebenbei übrigens, die hört ihr nachher nicht mehr, die Musik. Deswegen, manchmal, ich mag so gerne immer mitsingen bei Liedern. Das macht so viel Spaß. So. Erstmal Prösterchen hier.
Erstmal die Kehle befeuchten, sonst kann man ja nicht spielen. 200 Meter, dann haben wir auch die nächste Aufgabe. Und in der ganz kurzen Zeit haben wir jetzt schon ein paar Aufgaben erledigt. Das sind jetzt nämlich nur noch 26 an der Zahl. 25. Hat er angenommen? Jo, hat er angenommen. Dann machen wir die jetzt. Also wie ihr seht, ich springe immer so ein bisschen hin und her hier. Wer weiß, wenn das jetzt... Vielleicht ist das auch die letzte Quest in der Festung. Das kann natürlich auch sein. Da müssen wir jetzt erstmal hier rein. Gravierte Tafeln von Golganet. Die Frage ist, wo die sind, ne? Müssen wir mal... Dunkle Festung mit Zwergen drin ist immer ein sehr gefährlicher Ort. Kann auch sein, da hinten? Ne. Oh. Ist ein bisschen verwinkelt, das Ganze. Steingolem. Le Golem. Das ist der Bruder von Legolas. Le Golem. So. Ah, der war jetzt wieder so ein Weserwitz, ne? Mann, ey. Wo sind die Steintafeln? Die habe ich doch irgendwo letzte Woche hier noch hingelegt. Da ist eine Schatzkiste. Da geht's nicht. Aber die Schatzkiste Silberschlagen nehmen wir mit. Ein Henkerspaltball. Auch sehr nice. Oder bin ich jetzt so lost? Dann gehe ich mal wieder raus. Die liegen wahrscheinlich hier am Eingang. Ne, hier liegen nur so ein paar Zauberwürfel und Bücher. Zwergenkataloge. Aber das kann doch sein, dass irgendwo unten drin ist, ja. Also ihr seht, selbst wenn man das schon mal irgendwann eines Tages gemacht hat, verlässt einen doch gerne mal die Erinnerung. Gravierte Tafeln von Golganet. So. Sucht im untersten Stockwerk der Festung Angor. Nachschätzen. Okay, unten also. Einmal nachgelesen, perfekte Sache. Dann gucken wir doch nochmal wieder in die Festung rein. Gibt ja bestimmt hier nochmal so ein paar Zwerge, die mir Auskunft erteilen, oder? Hier geht's auch... Aber da geht's nirgendwo runter. Verwirrung. Hm. Wo sind meine Tafeln? Da ist ein Keller. Dann gehen wir doch da rein. Genau diesen Keller habe ich gesucht hier. Ja, stimmt. Jetzt erinnere ich mich auch wieder. Hier konnte man nämlich runter und da ist so ein böser Feuerelementar hier. Und da ist eine Kiste und da sind die... Das ist übrigens der Halbkreis des Ordens der erlöschten Flamme. So. Aus ist es. Die Tafeln. Jetzt haben wir die Tafeln. Jetzt können wir auch hier wieder raus. Schnell weg hier. Na, du bist auch eine tolle Wache. Hier ist noch eine Ratte. Schwarze Ratte. Und raus aus der Festung. Nee, die wollen mit mir spielen hier. Flop. Genau, jetzt habe ich auch wieder drei Aufgaben, die man abgeben kann. 25 Quests. Ja, schon fast 25 Minuten rum. Sehr gut. Ihr seht also, so für, man braucht ungefähr eine bis anderthalb Stunden für so ein altes Gebiet, wenn man das am Abquesten ist. Da kommt man dann schon auch auf ein bisschen Spielzeit. Aber letztendlich ist das Schöne an WoW ja, dass das einfach persistent ist. Zumindest solange es dieses Spiel gibt. Alles, was wir geschafft haben, haben wir geschafft mit diesem einen Charakter. Ja? Und es sind fast 18% innerhalb von 3 Monaten. Es gibt auch Dinge, die dauern natürlich... Wieso ist da jetzt keiner hier? Bauer der Schildwache... Bauer des Wächters, okay. Ach, da unten ist hier so ein Ding, da muss ich rein. Ja, der Hüter. Obwohl sie offensichtlich schon so alt ist, scheint diese Statue die Jahrhunderte ohne Alterserscheinung überstanden zu haben. Boah, sieht ja noch ein bisschen rostig aus, ne? Das muss man ja auch polieren können, da den Boy. So. Im Großen und Ganzen nein, also ihr braucht ungefähr anderthalb Stunden für ein Questgebiet und dann kommt halt was zusammen an Spielzeit auch, ja. Aber auch, das, man kommt wirklich dann mal rum auch in Azeroth. Muss ich da jetzt, ach, das ist ein Rätsel, ne? Kann ich den benutzen? Ja. Dann kann ich den auch noch benutzen. Oh, jetzt blamiere ich mich gleich hier. So, da. Das ist halt das tricky, ne? Aber wenn ich den benutze, das ist egal. Da ist keiner. Hier kann ich mich auch nicht in Schwurbelstrahl stellen. Das geht nicht. Was passiert denn, wenn ich den nehme? Und dann könnte ich doch eigentlich... Nee, da ist die Vase im Weg, ne? Nee, das funktioniert. Hätte ich nicht gedacht. Muss ich ehrlich gestehen.
Dann können wir den doch hier drehen hier. Den da. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache, ja. Aber es vielleicht funktioniert. So. So. Nee, so. Aber den könnte doch der. Müsste doch dann darüber gehen. Oh, das wird ein Muster, glaube ich. Wenn ich den nehme, dann kommen die. Oh Gott. In den und den. Und dann haben wir es. Yes, Quest hier beenden. Shit-Wochenspiel. Fertig. Das ist auch wieder geil. Sowas finde ich cool. Mann, ey. Blizzard, was denkst du dir nur aus? Finde ich gut, sowas. Also sowas macht wirklich Spaß. Hammer cool. Und Transmogs. Wir kriegen natürlich auch viele Transmogs, wenn wir am Questen und Gebiete abquesten sind. Am Gebiete abspielen. Neue Battle Pads und so. Hammer geil. Immer was zu tun. So, da haben wir das nächste Spielchen. Die Statue rastet auf ihren Platz auf der großen Steinplatte ein. Blups. Ihr seht, wie sich die Statue erst einmal in 2, dann in 4, dann in 8 identische Statuen in quadratischer Anordnung teilt. So. Ah, jetzt müssen die sich alle angucken. Pass auf, nee. Lesen. Lesen hilft. Spiel des Wächters beenden. Ihr hört eine Stimme, jedoch nicht mit euren Ohren, sondern direkt in eurem Kopf. Ein wahrer Wächter sieht nicht nach außen, um nach Anzeichen von Gefahr zu suchen. Konzentriert seinen Blick nach innen, um seine Beute zu schützen. Das ist klar, die müssen nach innen gucken, die Brüder. Wenn ich den jetzt benutze, jetzt muss man erstmal überhaupt gucken, wie das Ganze machbar ist. Zack. Der kann nach innen gucken. Jetzt muss ich den mal wegpacken. Aber das passt auch nicht so ganz zusammen, ne? Das passiert. Okay, das geht auch. Aber eigentlich muss der. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich liebe solche Rätsel, ne? Der guckt auch noch falsch. Den mal raus. Den rein. Dann könnte ich den, die ja eigentlich mal so rum machen. Ach, die kann ich auch so machen. Schräg geht also auch. Sehr cool. Nach innen sollen die alle gucken. Ja, pass auf, dann tue ich den da rein. Dann kann der. Hey, nee. So, und dann kann der doch damit getauscht werden und der geht dann dahin. So, einen haben wir schon mal. Wenn ich den jetzt nehme, dann geht der dahin und der dahin. Und dann haben wir schon mal den zweiten hier. Dann muss ich ja den da auch noch irgendwie hin. Der geht in die Mitte, der geht dahin und der geht dahin. Easy. So, jetzt fehlen, der kommt in die Mitte. Jetzt kann ich das nicht tauschen. Nee, halt, das muss zurück. Kann ich die denn auch gegenseitig? Ach so. Okay, das springt auch über 3 Felder. Ja, das ist ja interessant. Dann tauschen wir den und den und dann haben wir den dahin, ja. Dann ist leicht. Also ich dachte, dass mich nicht die über 5 Felder machen kann hier. So, aber jetzt haben wir's. Die Jadestatue wird wieder 1 und sie steckt sie in eure Tasche. Ihr habt einen Schaben aus der Kammer in der Mitte des Grabs. Uralte Beschützer. Jupp. Sehr cool. Jetzt ist Horst erwacht, habe ich, glaube ich, das Gefühl. Könnte durchaus möglich sein. Eieieiei. Ihr seht, ich habe All the Things jetzt an einer anderen Stelle. Das hat einen Hintergrund. Denn ich habe das während der Livestreams gerne, dass auch jeder das sehen kann, wo wir gerade stehen, von der Menge her, ja. So, den nehmen wir auch. Machen wir den einen erstmal kaputt. Und jetzt den anderen. Ich glaube, dann haben wir das zweite Sub-Achievement auch geschafft von dem Dings hier. Uralte Beschützer, der Schatz der Titan. Und jetzt können wir uns den Schatz der Titan daraus krapschen. Sehr geil. Le Schatz du Titanen. Zurück zu Blam. Mit dem Bambeil. Okay, das Bambeil habe ich jetzt nicht mehr in Erinnerung, aber das ist schon cool. Also, wir haben einen Bambeil bekommen. Kriegen es zumindest gleich, ja. Nice, schnell hin da. Da auf der Agmont-Klippe. Kuppel. Da haben wir es. Also ich verlesen. 17,74%. Nice. Jetzt haben wir. Östliche. Also ein Sub-Achievement habe ich schon. Da, Rhea und das Schicksal eines Drachen. Oh ne, Wissen der Titanen dürfte das sein. Ihr müsst eine Belohnung. Erst Beil nehme ich. Ja, Wissen der Titanen abgeschlossen. Und dann geht es. Das sieht man jetzt hier nicht anscheinend. Doch bei ihm auch direkt weiter. In den Drachenschlund. Sehr cool. Und es sind nur noch 17 Aufgaben. Also, da hinten in den Drachenschlund, sehr nice. Auf der anderen Seite haben wir noch Lundenbrand am Meer, auch eine Quest abzugeben.
Aber das soll es erstmal für dieses Let's Play gewesen sein. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Ich habe mal so einen groben Abriss über die letzten paar Tage gemacht. Alles Mögliche von bis nach über zu. Also ich bin da wirklich auch ein bisschen gesprungen während des Let's Plays. Bin dabei, den Meister der Lehren hier weiterzumachen. Das mache ich auch im nächsten Video, mache ich das hier dann fertig. Danke fürs Anschauen des Videos, freut mich auf jeden Fall. Wenn es dir gefallen hat, Daumen nach oben da lassen. Falls du kein Video mehr verpassen möchtest und jetzt reingerutscht bist in die Videoreihe, ich habe eine Playlist, da sind alle Folgen nochmal da. Und ich würde mich freuen, dich wieder begrüßen zu dürfen zu einem weiteren Video von mir. Vielen, vielen Dank fürs Anschauen. Visarius meldet sich ab. Falls ihr neu seid, Subscribe-Button. Danke!